Oh, das ist, glaube ich, zu hoch sogar. Kennst du die Schnitten früher auf YouTube? Don't stop, make it pop, teach your blue mistake. Das sagt mir gar nichts. Like was er dir zeigt. Das hieß, glaube ich, früher mal Me Singing. Boah, das ist aber schon 100 Millionen Jahre her. Ja, ich glaube, wenn ich ihn sehe, dann... Wie sind seine Videos raus oder so? Das wäre echt schade. Der hat auch voll oft so einen Bandana an. Auf seinem Kopf. Und der hat so eine richtig hohe Stimme. Don't stop, make it pop. So. So eine richtig hohe Stimme gehabt. Wir machen uns jetzt ready. Erstes halboffizielles Style-Talk mit meiner Schwester. Wir müssen uns jetzt relativ zügig schminken für die Hochzeit von unserer Tante. Eigentlich wollte ich sogar einfach wieder meinen Alltagslook machen, dann wäre ich wieder voll schnell fertig gewesen. Aber dann dachte ich mir so, naja, das kann ich nicht machen. Ich mache heute keine Freckles, ich mache ein Clean-Make-up. Ich mache auch Make-up drauf heute, wo ich gar keinen Bock habe. Ich sehe das schon, komm, wir kommen eine Stunde zu spät zur Hochzeit. Ist das schlimm? Nee. Ich will kein Make-up! Und voll viele haben mich gefragt, woher meine Stitch-Jacke ist. Die von Primarkt, wie die Leute sagen würden. Die deutschen Primarkt. Ich war in Dublin im Primarkt, das hieß da Pennies. Oh, gut. Ja. Also ich würde vorschlagen, wir bringen Rocky weg. Mhm. Dann muss ich mich kurz, ganz kurz, ich ein kurzes Appointment. Scheiße. Wir haben uns nur 5 Minuten gesehen heute. Ich sehe den ganz kurz. Kann er mit uns kommen zur, was auch immer, Tankstelle oder wo wir kurz reingehen, damit wir uns Proviant für die Fahrt besorgen. Achso, ich dachte, ich muss eine halbe Stunde im Auto warten. Nein, nicht dieses Appointment. Ja, habe ich schon fest mit gerechnet. Also, Vanessa würde jetzt sagen, so eine, wie hat sie das genannt? Wenn man sich nicht zusammenreißen kann, wie heißt das? Nymphomane? Nein. Also, ich habe schon einen gewissen Grad an sexueller Beherrschung. Oder irgendwie sowas hatte ich das gesagt. Irgendwas mit sexueller Beherrschung ist irgendwie so ein Begriff, wo anscheinend aus dem Metier. Weiß ich nicht, was das heißt. Was? Nix. Doch, doch habe ich. Ich glaube, ich mache noch nicht mal irgendwas mit Lidschattenwärme, sondern gleich einmal Wimpern tuschen und fertig. Ja? Also Kia ist ein sehr pompöses Kleid, falls ihr es in meinem Vlog nicht gesehen habt. Habt ihr natürlich nicht gesehen, ich habe es ja noch gar nicht hochgeladen. Das war eigentlich stand es auch noch auf meiner To-Do-Liste für Sonntag. Ja, scheißen Dreck. Guck mal, ich glaube ehrlich gesagt, weil wir heute so früh wach waren und auch die ganzen letzten Tage so früh wach waren, werden wir heute nicht bis Ende oder so bleiben. Oh, mein Gesicht ist eine einzige Falte. Fragst du diese Tücher dann, ne? Ja. Hä? Irgendwie kann ich nichts. Hätte halt überlegt, ob wir bei mir nicht mal Fake Lashes testen könnten. Ja, ich habe das doch schon mal bei dir gemacht. Ja, stimmt. Aber schon so lange her. Hast du geheult. Ja. Boah, ich habe so lange kein Foundation mehr getragen. Ich hasse Foundation, ich habe Foundation, ich hasse Foundation. Letztes Mal hatte ich Foundation drauf, als ich Vanessas Make-up-Routine geschminkt habe. Mhm. Und voll viele haben auch in die Kommentare geschrieben, boah, das steht dir so gut, dies, das. Aber ich mag es nicht. Und ich finde, sieht auch nicht so gut aus. Warum machst du es dann? Ja, weil für Hochzeit so, dass mein Gesicht nicht rot ist wie eine Tomate. Also wäre jetzt Sommer, hätte ich es safe nicht gemacht, da hätte ich drauf geschissen. Boah, Make-up abschminken ist auch so lästig. Kann sich halt nirgendwo mehr ins Gesicht fassen. Hm. Letztens hat sich jemand beschwert, dass ich die Produkte nicht gezeigt habe. Okay, Bray. Das ist so ein bisschen zu viel. Ja, was sagst du dazu? L'Oreal, dieses Serum, zeige ich jetzt nur, weil ich sonst nicht zeige. Und sonst zeige ich die Schminkprodukte nicht, weil ich immer dasselbe schminke, immer. Also fast immer. Und wenn ich mal was anderes benutze, dann zeige ich das auch in die Kamera. Aber das zeige ich jetzt, weil ich halt nie Foundation benutze. Okay, okay. Ich habe hier so ein Setting. Powder von Reval. Loves me. Was mache ich für meine Lippen? Okay. Nein, nein, Ecke. Ja. Du bist jetzt fertig gleich, oder was? Ja. Hm. Ich so, nicht nur eins. Und welche Wimpern tun wir mit drauf? Achso, ich glaube, wir müssen einen Riegel lassen, damit ich runterkomme. Schere. Ja, wie viel warst du bei dir? Okay, Nagelkleber. Ich denke, deine Augen sind klein. Ja. Yeah. Schneide ich ein großes Stück ab. Nur kurz anhalten und zu gucken. Augen auf. Ja, lege. Also irgendwie, ich habe echt ein Gefühl, wir leben hier alleine in diesem Haus. Schon wieder. Weil du nicht zu deinen Nachbarn mitkommst? Ja. Ich schon. Diese Ruhe hier immer. Schön. Wir haben 8 Uhr morgens. Ja. Ah, und wir haben Samstag. Das heißt, sie schlafen halt noch, ne? Und in der Woche werden sie arbeiten. Und du hast halt krassere Lashes als ich haben. Wenn man meinen anderen die Wimpern klebt, ist es ein Surprise, wenn du die Augen aufmachst, ob gut ist oder nicht. Auge auf. Ja. Ich glaube gut. Das ist ein ungewohntes Gefühl. Dieser Unterschied. Aber ich bin schön. Dann müssen wir euch in die Ritze noch mit Eyeliner gehen. Ja, das sind bei mir nur Lippen.
Einfach so, mein Eyeliner voll perfekt, ne? Voll gut. Nur so. Das ist, weil mein Lid so hässlich ist. Mhm. Also halt die Augen einfach nicht zu machen. Irgendwie wollten wir in einer halben Stunde losfahren. Ja, nein. Das wird natürlich nichts. Hätten wir uns auch eigentlich denken können. Eigentlich schon. Bin echt gespannt auf die Hochzeit. Ich auch. Ich hoffe, es ist so eine richtige russische Hochzeit. Weil das wird gut. Also ich muss sagen, ich habe gar keinen Bock auf die Fahrt. Aber ich freue mich auf die Hochzeit. Aber wir kommen halt zu spät und ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich muss auch noch 3 Transitions zu Ende drehen und auch noch ein Kleid raussuchen. Habe ich schon gesagt, dass ich meine Haare noch machen muss? Und das alles eigentlich in 30 Minuten. Ich klebe wieder die Natural Wimpern von Vanessa, aber nur eine Hälfte an den Rand. Und ich bin gleich weiter, Leute. Also jetzt habe ich schon ein Problem. Und zwar dadurch, dass ich sonst kein Make-up drauf tue, aber ich gerade meinen Concealer baken musste, habe ich jetzt verblendet sich die Scheiße hier nicht. Alle haben Rouge-Probleme. Mit so einem angebissenen Beauty-Blender. Ja. Meine Nase läuft jetzt. Wir haben ja gesagt, spätestens 9:30 müssen wir losfahren. Eigentlich 9. Ja, gestern bist du um 9 Uhr, 9:30. Ja, habe ich das gesagt? Ja. Ja, okay. Deswegen, wir liegen eigentlich noch in der Zeit. Hm. Also könnt ihr rein theoretisch schon, aber... Hatte ich nicht vor. Ist, glaube ich, unangenehm für alle Beteiligten. Wir müssen noch deine Haare reinmachen. Oh ja. Hast du ein bisschen vergessen, ne? Schick mal Marilena mir hier. Oh. Oh, schade, ein Homeless. Liegt einfach ein Penner vor ihrer Tür. Pimpst du noch? Ja. Scheiße. Ich sehe dich schon so, dass du das reinschneidest. Ja. Eigentlich krieg ich Hate-Kommentare, aber egal. Deswegen muss ich nur lernen, das ist einfach so behindert. Ich krieg mir so ein Bild davon. Ich sag's auch behindert. Das ist einfach lost. Meine Fresse, ich sag auch behindert. Aber man, das ist genauso wie diese Leute, die zum Beispiel sagen und dann Leute komplett ausflippen, obwohl das mittlerweile einfach so ist wie Arschloch. Arschloch? Arschloch. Arschloch? So, das man, ist lustiger, wenn das betont sie, wie das betont. Ja, genau. Arschloch. Ja, oder auch eigentlich generell, auch russische Väter und so. Arschloch. Arschloch. Naja, jedenfalls, also, ja, das ist halt wie das Wort. In dem Moment, wo man dieses Wort Haarsohn benutzt, denkt man auch nicht, oh, ich geb's dem jetzt voll, weil ich jetzt seine Mutter beleidigen will. Nein, du sagst es einfach, weil es jeder sagt. Sorry, aber ja, mein Blush ist auf jeden Fall nicht zu übersehen. Hast du verschiedene Arten von Kleidung rausgesucht? Nee, die sind alle schon recht ähnlich. Alles recht ähnlich zu dem, was ich eigentlich auch gekauft habe. Eigentlich wollte ich Lippen gar nicht machen, aber sonst sieht der Look so unfertig aus. Mhm. Weil wir essen, also ich will gleich eh noch irgendwas auf der Fahrt essen. Ab und zu. Ja. Das kurz antrocknen. Die Augen zulassen. Ja, du hast mir mein Auge ein bisschen verschoben. Verschoben? Ja, du hast mein Augenlid an der Wimper hochgezogen. Ich so, Hast du deine Augenbrauen auch gemacht? Nein. Das sieht man, die sehen voll grau aus. Muss ich ein bisschen machen. Okay. Noch mal ein bisschen mehr gegen Gesicht hoch, ja. Du siehst ja, dass dazwischen so ein Schlitz ist, habe ich nicht so nah an deinem Wimpernkranz aufgeklebt. Dass du dazwischen damit so ein bisschen pipi machst. Ich versuche. Ja? Ja. Oh mein Gott. Was machst du? Einmal direkt am Heulen. Boah, wie das richtig fließt, Alter. Hä? Du bist doch gar nicht in dein Auge gekommen. Sieh so, Kerstin, wie alt bist du? 20, ne? 21. Kerstin, 21, kann sich nicht schminken, muss jedes Mal heulen, wenn sie sich schminkt. So nenne ich das Video. Am besten du legst dir direkt das Tempo unters Auge. Das ist beim nächsten Mal. Und machst dann das andere Auge. Okay. Ich dachte, du willst jetzt mit Augenbrauen machen. Achso. Okay, mach ich erstmal Augenbrauen. Wie gesagt, habe ich jetzt nur ein bisschen gemacht, damit die nicht grau sind. Viel Glück. Ja, eigentlich wollen wir jetzt losfahren. Ja, Leute, das war's jetzt von dem Video. Okay, jetzt muss ich jetzt mal beruhigen. Wir müssen noch unsere Haare machen, aber wir haben keine Zeit. Deswegen kann ich euch dabei nicht mitnehmen. Aber für sowas müsst ihr halt leider auf Internet.